Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Diamant. Und hier sehen wir den Eintrag. Ja, FDM hält sich ein bisschen voraus auf. Und da steht Ausgangsort, Ausgangsort. Zweiblattdorf, da sind wir losgegangen. Wir haben uns zu Hause ausgeruht, sind im Pokémon-Supermarkt einkaufen gegangen. Ja, shoppen muss sein. Und haben einen Staralili gefangen. Und ich weiß gar nicht, wie ich hier wegkomme. Hallo. Also. So, wie geht's denn unserem Pokémon? Ja, also ich würde sagen, jetzt verdrücke ich mich die ganze Zeit. Ja, ich weiß. Das ist X. Ich werde Staralili, also Leonie, nach vorne tun, weil wir das ins Team aufnehmen werden. Und, ich werde es hier etwas trainieren. Und Shinox, das wollte ich eigentlich auch fangen. Ich weiß nicht, will ich es weiblich fangen und ins Ziel nehmen, aber ich glaube eher nicht. Nee, eher nicht. Deswegen werde ich es einfach erstmal besiegen, weil ich erstmal die Erfahrung brauche und dann kann ich die Pokémon trotzdem immer noch fangen. Also, ich finde, das eilt jetzt nicht. Ich hoffe, das Rauschen ist in Ordnung. Ich kriege es einfach nicht hin. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, keine Ahnung. Ich muss jetzt auch ins Pokémon Center, wie ich sehe. Ja. Ich liebe dieses Spiel. Das habe ich, glaube ich, schon öfters gesagt. Ja, das könnte sogar noch brenzlig werden hier gegen dieses Level 4 Viech. Ja, ich sollte einen Trank. Oh Scheiße, ich sollte einen Trank einsetzen und setze Tackle ein. Oh mein Gott. Okay, aber dafür haben wir noch Staralili, was es aber eigentlich dann packen sollte. Dann kommt halt Staralili die ganze Erfahrung. Das auch machen. Ja, nächstes Pokémon rufen. Und zwar Leonie. Obwohl ich jetzt auch einen Pokéball werfen könnte. Ja, ich werfe jetzt einfach einen Pokéball. Dann haben wir Shinox schon mal gefangen. Dann gibt es noch einen Zipurze und einen Bidiza hier zu fangen. Zipurze ist nur, ich habe es glaube ich ausgesprochen, ist nur nachts und morgens, glaube ich, da. Aber Shinox sollten wir jetzt einfach eigentlich fangen können, weil, ja. Ja, wie gesagt, ich versuche den Pokédex so weit wie möglich zu füllen, beziehungsweise auch die Pokémon da drin dann zu fangen und nicht einfach nur zu sehen. In Gefahr blendet es seinen Gegner mit seinem Fell und flieht, während der Gegner einen Moment blind ist. Ja, ein Flacker-Pokémon. nein, ich möchte keinen Spitznamen geben. Und dann hoffe ich, dass ich ja ungestört ins Pokémon Center kann. Okay. Ja, bla bla bla. Ich würde sagen, wollen wir jetzt mit den Trainern weitermachen? Oder erst die Pokémon fangen? Also Ziputz werde ich heute vielleicht dann nicht fangen, weil ich dann die Zeit umstellen müsste auf meinem PC und darauf habe ich irgendwie... Oh nein, ich will nicht nochmal ansprechen. Nein. Ja, ich komme bald wieder. Joa. Wir haben noch genug Bälle. 12 Stück plus Premierball. Und noch ein Pokémon. Hoffentlich ein Bidiza. Ja. Und... Wollen wir... Ja, mit Leonie können wir kämpfen. Ich muss sagen, das ist auch meine Lieblingsedition, wenn ich so nachdenke. Ja, also ich finde Soul Silver und Heart Gold ist mir dann, obwohl man sich das wünscht, ein bisschen zu lang. Ich finde, es zieht sich dann so. Ich weiß es nicht. Oder einfach... Ist halt jetzt nicht so mein Ding. Schwarz und Weiß, da sind halt die Pokémon nicht mehr so die einfallsreichsten. Vor allem die Namen sind ja katastrophal da. Und dann noch so die Älteren, die gefallen mir dann auch alle dann doch auch nicht mehr so gut. Und fangen wir die Zeit. Ich weiß gar nicht, was dann da noch gibt.
bin so lange jetzt nicht mehr so ganz in Pokémon-Fieber, wie ich mal in der 4., 5., 6. Klasse war. Attacken Pokédex, den wollen wir mal angucken. Eine Dickmaus. Es hat Nerven wie Drahtseile. Nichts kann es erschüttern. Es ist agiler und aktiver, als es scheint. So eine kleine Ratte halt. Nee, du brauchst keinen Spitznamen, weil du nicht ins Team kommst. Gut, ich würde sagen, wir kämpfen mal gegen diesen Typen. Das ist... Du bist ein Pokémon-Trainer. Auch ich bin ein Pokémon-Trainer. Unsere Augen haben sich getroffen. Also müssen wir uns messen. Ja, hätte ich jetzt nicht hingeguckt, dann hätten unsere Augen sich nicht getroffen. Gelitten. Teenager Gunther. Wir haben ein starrer Lindy als Gegner. Ich glaube Level 5. Ja, Level 5. Ich würde dann sagen, dass wir unsere einzige Chance rausschicken. Und zwar Toni. Tja, Toni. Du bist eben der Beste. Was? Ja. Also die erste Arena wird auch relativ einfach, weil das ist eine Gesteinsboden. Also eher Gestein, aber es sind auch Boden-Pokémon. Also da... Warte, was hat der für Pokémon? Ich glaube, der hat einen Kleinstein, Onix und so ein... Und so ein komisches... Dieses komische Ding. Die Vorentwicklung von Boltaros, oder wie der heißt. Oh, ich habe zu lange kein Pokémon mehr gespielt. Irgendwas mit K, glaube ich. Dieses mit diesem Kopfding. Keine Ahnung, frag mich nicht. Was man aus einem Fossil bekommt. Aus einem Schädelfossil, glaube ich. Oder so. Ich kann sein, dass ich gerade völligen Quatsch laber, aber ich weiß auch nicht mehr so genau. Ja, ich nehme jetzt noch jetzt 10 vor 1. Dann nehme ich danach noch einen Part auf. Ja, können wir mal das Viech jetzt besiegen. Ein J. Okay, Tackle und... Ja, ruckzuck, Hieb. Und setz noch 10. Mal Heuler am besten ein, damit es auch richtig scheiße. Okay, ich bin gerade irgendwie voll so... Weiß nicht, so unmutig wird, aber womit es wieder richtig Spaß macht. Ich weiß nicht, ob ich noch trainieren soll. Ich würde sagen, ich trainiere dann bis zur übernächsten Folge. Und ich weiß, dass dann wahrscheinlich in der 5. Folge immer noch nicht in Jubelstadt sind. Ja, doch, vielleicht schon. Aber kann man nichts machen. 30 Erfahrungspunkte. Und 30 Erfahrungspunkte. Wieso ist Leonie nicht Level up? Menschenskind. Dafür aber Toni. So, dann wollen wir mal sagen, würde ich mal sagen, fahren wir mit der nächsten Trainerin fort. Ah, die Tipps für Trainer können wir eigentlich auch nochmal angucken. Ups. Oh mein Gott. Tipps für Trainer. Jedes Pokémon, das am Kampf teilnimmt, erhält Erfahrungspunkte. Je öfter ein Pokémon am Kampf teilnimmt, desto stärker wird es. Ja, deswegen reicht es eigentlich nur, wenn ein Pokémon nicht eingesetzt wird, sondern einfach nur vorne im Team ist und dann gleich ausgewechselt wird, bekommt es trotzdem Erfahrung. Obwohl, wenn das Pokémon, also nur das für das Pokémon, was es sozusagen gesehen hat, weil es draußen war, bekommst du Erfahrung. Also wenn ich es jetzt beim ersten Pokémon draußen habe und dann reinnehme und dann nicht wieder raus tue, dann bekommt das fürs zweite Pokémon keine Erfahrung. Naja. Und ja, wir haben weniger... Aber wir können eigentlich mal Tackle reinhauen. Tackle? Wie viel Schaden wir überhaupt machen? Ja, ist eigentlich ganz in Ordnung. Also, ich weiß gar nicht, wie viel Schaden wir bekommen. Ja, da können wir eigentlich noch einen Tackle machen. Und dann hat es Toni auch nicht so schwer. Die Hälfte der Kraftpunkte abgezogen. Wie auch immer man das sagen soll. So. Zeit. Mal kurz auf die Uhr. Ja. Ich hab gerade eine Art Vorsprung. Ja, okay, jetzt geht's wieder. Ich weiß nicht. Ich hab mir jetzt auch nochmal überlegt. Ich weiß, es kommt jetzt alles Schlag auf Schlag. Let's Play von Minecraft. Dieses Pixelmon. Die Pixelmon-Mod, die finde ich ja richtig geil. Aber ich bin mir noch nicht sicher.
Ja, ich will das Pokémon wechseln. Und zwar will ich Leonie in den Kampf schicken. Die ist ein super Pokémon. Pokémon. Gut, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht mal hier beschleunigen kann, obwohl bei Trainerkämpfen ist es nicht so. Vielleicht bei wilden Pokémon, aber nicht bei Trainerkämpfen. Okay, wenn ich trainiere, kann ich dann beschleunigen eigentlich. Ich setze mal... Soll ich einen Trank einsetzen oder... Einfach nur Pokémon wechseln? Ja, einmal können wir eigentlich angreifen. Und dann Pokémon wechseln? Das kann strategisch sein. Ich weiß gar nicht, bis was ich dann bis zur sechsten Folge leveln sollte. Nicht angreifen. Vielleicht Level 10? Ich weiß nicht, wenn ich nun schon trainiere, kann ich auch richtig machen. Naja, es ergibt sich dann. Solange wie ich Lust habe halt. Und apropos, ich muss den Geburtstagskuchen von meiner Schwester. Geburtstagskuchen für meine Schwester machen. Ja, ich bin so nett. Und ich kann auch backen. Hätte niemand gedacht. Echt krass. Ja, ich würde mal sagen, dann beende ich nach dem Kampf auch schon die Folge. Und werde auch nur sagen, dass ich mich heile. Bis zum nächsten Part. Und ja. Der Gegner wurde besiegt. Wir erhalten etwas Erfahrung. Sehr unangemessen wenig, aber ist ja auch egal. Ich kann nicht gewinnen. Ich gewinne 48 Pokédollar. Gut, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zur nächsten Folge.